Hallo, ich bin Jan von janundseinekamera.de. Heute teste ich für euch das Pentacon 2829. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein 29 mm Weitwinkelobjektiv mit einer maximalen Lichtstärke von f durch 2,8 für den M42-Anschluss. Es hat 6 Blendenlamellen und eine Naheinstellgrenze von 25 cm. Es hat einen Durchmesser und ca. 60 mm und eine Länge von ungefähr 50 mm. Es wurde 1976 bis 1990 vom Pentacon-Kombinat in der DDR produziert. Die Schärfe dieses Objektivs habe ich schon in einem anderen Video ausführlich untersucht. Um euch dieses Video anzusehen, klickt einfach auf den Link oben. Das Ergebnis des Schärfetests bestätigt sich auch in der Praxis. Bei Blende 2,8 ist das Objektiv selbst in der Bildmitte extrem weich und alle feinen Details gehen verloren. Bei Blende 5,6 wird das Objektiv zumindest in der Bildmitte scharf. Bei Blende 2,8 treten zusätzlich noch starke Überstrahlungen auf, welche die Schärfe weiter reduzieren. Durch Abblenden verschwinden diese jedoch. Die Naheinstellgrenze von 25 cm macht aus einem Weitwinkel selbstverständlich kein Makroobjektiv, sind aber durchaus ansprechende Nahaufnahmen möglich. Die Bewertung des Bokehs ist immer sehr subjektiv. Neutral lässt sich festhalten, dass die geringe Naheinstellgrenze eine ordentliche Unschärfe ermöglicht, dem Bokeh aber deutlich anzusehen ist, dass das Objektiv nur über 6 Lamellen verfügt. Chromatische Aberrationen sind beim Pentacon 2829 gut korrigiert. Unter normalen Bedingungen treten sie nur minimal auf. Das Pentacon 2829 enttäuscht bei der Schärfe und hat außer der Naheinstellgrenze auch sonst kein Ass im Ärmel. Es ist daher wirklich eher etwas für Sammler. Wer ein Objektiv zum Fotografieren und Filmen sucht, er sollte lieber zum Pentacon 3530 greifen. Dieses ist insgesamt deutlich besser. Ich hoffe, dieser Test hat euch gefallen. Falls ja, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. So viel für heute, bis zum nächsten Mal.